In dieses Video will ich einen kleinen Excel-Trick zeigen. Und zwar, es geht um Diagramme. Und zwar ist, wenn man kriegt in Excel oft ein Problem, wenn die erste Spalte hier aus Zahlen besteht, kriegt man bei Diagrammen folgenden Fehler. Das heißt, wenn ich jetzt hier das markiere, gehe auf Einfügen, nehme jetzt ein Säulendiagramm zum Beispiel. Und das Problem ist folgendes: Die Jahre, die hätte ich gern hier unten als Beschriftung für die X-Achse. Allerdings, was Excel macht, es legt die Jahre als Datensätze. Eigentlich die einzigen Datensätze, die ich sehen wollte, sind die Umsätze hier in Rot. Und die Jahre sollten hier unten als Beschriftung für die X-Achse. Jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das macht. Eine Möglichkeit ist die lange Möglichkeit. Und zwar das Diagramm mit rechts anklicken, Daten auswählen. Und dann kann man hier die Achsenbeschriftung und einfach die Jahre markieren. Und dann hier die Jahre, diese Säulen löschen. Und so hat man dann den Umsatz. Das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Okay? Mach ich es mal weg. Eine effektivere und schnellere Methode ist, wenn man in Excel die erste Spalte Zahlen hat und man will ein Diagramm machen, macht man einfach die Überschrift weg und dann jetzt markieren, einfügen, Diagramm und schon ist alles da. Ohne dieses lange Hin und Her mit Markieren und so weiter. Ja? Und dann kann man nachträglich die Überschrift eingeben. Okay? Und dieser Trick gilt oder ist effektiv, wenn man Zahlen hat als erste Spalte. Wenn man natürlich jetzt Text hat, zum Beispiel jetzt Firma, dann ist dieser Trick überflüssig. Dann funktioniert das Diagramm auf Anhieb. Ja, ist nur bei Zahlen hat man dann, kriegt man dann diese Probleme, dass Excel das die Zahlen dann als Datensatz mit reinnimmt.